Katastrophe. Vorhersage. Es ist ungeteilte Aufmerksamkeit vonnöten, um folgende Kundgabe in Empfang nehmen zu können. Die göttliche Weisheit hat ein Ereignis vorgesehen, dessen Auswirkungen ungeheuerlich sind. Es bereitet sich für allernächste Zeit schon eine Katastrophe vor, die durch irdische Macht weder aufgehalten noch abgeschwächt werden kann. Es werden unzählige geistige Wesen in Aktion treten und im göttlichen Auftrag das Innere der Erde in Aufruhr bringen. Es wird sich die Erde spalten und es werden Wassermassen hervorbrechen. Es wird ein Vernichtungswerk von katastrophalem Ausmaß sich vollziehen. Und dies wird namenloses Elend bringen über die Menschheit, die davon betroffen wird. Und dies geschieht in kürzester Zeit. Eine kleine Weile noch wähnet ihr Menschen euch mächtig und sicher vor aller Gefahr. Ihr betrachtet nur das Weltgeschehen um euch und glaubet euch geborgen und außer Gefahr. Doch ihr vergesset, dass eine Macht gebietet über alles, in, auf und über der Erde. Und da ihr den vergesset, der alles regiert, nach seinem Willen, so wird er durch die Naturgewalten zu euch sprechen. Und ihr werdet ihn vernehmen müssen, denn ihr könnt seiner Stimme nicht entfliehen. Die Weisungen von oben beachtet ihr nicht. Der Erde Leid ändert euer Denken nicht. Doch die göttliche Stimme könnt ihr nicht übertönen, denn sie ist stärker als aller Lärm der Welt. Und darum wird euch dies verkündet zuvor, dass ihr den Herrn erkennet, so seine Stimme ertönen wird. Die Welt wird zwar nichts davon hören wollen, sie wird rein irdisch der großen Not zu steuern versuchen, aber göttliches Walten beständig verneinen. Und viele werden sich jener Meinung anschließen und also nur das Elend sehen, nicht aber den göttlichen Willen daran erkennen, der um der Besserung der Menschheit willen ganze Landstrecken der Vernichtung preisgibt. Und dies wird die Zeit ankündigen, dass eine unverdiente Plage ein Land treffen wird und dass jenes Land in ärgste Bedrängnis kommt. Und so irdisch keine Rettung mehr möglich erscheint, leget Gott selbst sich ins Mittel und weiset die Naturelemente an, einzugreifen in irdische Maßnahmen. Und es wird klein werden, was sich vorher groß wähnte, denn es wird seine Kraft und Macht benötigen, um aufzurichten, was zerstört ist. Es wird die Menschen brauchen zur Wiederherstellung seines eigenen Landes, das, vorher blühend, nun verwüstet und brach liegt und vieler Arbeitskräfte bedarf. Und dies wird die Zeit sein, da der Mensch sich befasst mit anderen Fragen als bisher. Denn wer diese Zeit überlebt, steht wahrlich in der Gunst Gottes. Er hat bezeuget, dass er sich dem Herrn verbunden hat. Er sandte seine Gedanken in größter Not zum Vater im Himmel. Und der Vater erhörte das Gebet eines Menschen, der ihn erkannte und in schwerster Not zu ihm fand. Denn er sendet alles Schwere ja nur über die Menschheit, dass sie den Glauben an Gott wiederfindet. Und so muss er nun auch den völlig niedergerungenen Glauben gewaltsam zur Höhe bringen, indem er seine Allmacht den Menschen beweiset und der Welt zeiget, dass er der Herr ist über Himmel und Erde. Amen.